Hallo, mein lieber Schatz. Hallo, Schatz. Wie war heute dein Tag? Gut. Wie war mit deinem Rücken und wie hast du das hingekriegt? Das war alles super gut. Heute war mir aber sehr warm. Ich glaube, morgen muss ich irgendwie wieder ein Kleid anziehen. Das ist doch wirklich, also, wenn man steht und dann, wenn es dann so warm wird und sowas, das ist sehr heiß heute, sehr heiß. Aber du bist sehr aktiv heute. Konnte man immer an dich sehen. Du bist da die ganze Zeit beschäftigt Ich gewesen. habe auch, glaube ich, heute nur zwei Nähte geschlossen oder irgendwie sowas gefühlt. Aber das war total in Ordnung und ja, habe ich war viel rumwuselt, aber habe auch viel zwischendurch gesessen. Also von daher alles gut. Was hast du heute fertig gemacht? Ich habe heute mein Wasserfallausschnittkleid fertig gemacht. Eben gerade nach Feierabend habe ich noch unten den Saum endlich zu Ende genäht. Und habe auch allen gesagt, ich nähe jetzt diese 10 cm. Das geht jetzt nicht anders. Also diese Kleidung sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Welche Projekt arbeitest du gerade? Ich arbeite gerade mit allen an ihren Projekten. Also ich arbeite gerade kein eigenes Projekt. Ich habe was angefangen mit dem Panel. Das wollte ich noch zu Ende zuschneiden, da bin ich noch nicht zugekommen. Und das wäre dann, ja doch, daran arbeite ich quasi. Aber nicht wirklich. Aber in Gedanken schon. Und morgen möchte ich das gerne fertig machen. Was war schon der Moment für dich? Der schönste Moment war. Was war denn der schönste Moment für mich? Ach, da waren wieder so viele. Also es ist einfach immer, es ist immer schön zu sehen, wenn etwas fertig ist und gut sitzt und die Person, die das anhat, damit zufrieden ist. Vor allen Dingen, wenn man auch mitbekommen hat, wie der Weg dahin war. Der ja nicht immer so ganz supidupi ist. Weil ganz oft, also was, viele haben sich ja nicht ein einfaches Projekt mitgenommen, sondern haben sich wirklich Projekte ausgedacht oder mitgebracht, an denen sie zu Hause alleine dann doch so einen Punkt finden, wo sie nicht weiterkommen. Und das sind dann natürlich Sachen, wo man dann doch noch mal ein bisschen rumprobieren muss und sowas. Und das heißt, dieser Prozess ist einfach ein bisschen länger. Das sind besondere Designs, das sind besondere Umsetzungen, das sind besondere Stoffe. Und dann ist natürlich so ein Weg bis zum fertigen Kleidungsstück ganz oft ein bisschen länger, als wenn man mal schnell irgendein Shirt näht, wo man schon ein perfekt sitzendes Schnittmuster hat. Und dann, wenn man dann sieht, dass jemand das fertig hat und das sieht geil aus und das passt super und die Person ist einfach happy, das ist natürlich mega. So, das sind meine Tageshighlights immer. Das sind nicht nur Tages, ich glaube, das ist quasi Kaizo Motto, mit dem Schnittmuster anpassen und dann wie die glücklich werden. Wunderbar. Was war heute schlimmste Moment für dich? Eben gerade, das war irgendwie, ich habe schon wieder so Wasser in den Füßen, obwohl alles ist gut. Und dann dachte ich so, warum? Und jetzt weiß ich gar nicht so genau warum, aber ich lege jetzt einfach die Füße hoch. Es ist auch kein besonders schlimmer Moment oder so, war so, hä? Und ich habe es nicht mehr mitgekriegt. Es tut nicht weh und nichts, aber irgendwie, das war gerade ganz komisch zu sehen. Aber es ist auch schon wieder besser geworden, jetzt wo ich die Füße hoch. Liegt wahrscheinlich an der Wärme und dann stehen und so. Ich weiß es. Ich habe auch schon alle guten Tipps und sowas. Ich lege nachher einfach die Füße hoch und kühle die ein bisschen und das ist bestimmt auch wieder gut. Aber das war so. Ich bin immer wieder, es ist merkwürdig, ich bin ja auch schon so im dritten Mal schwanger. Eigentlich sollte ich ja wissen, dass halt einfach der Körper macht, was er will, aber ich bin halt immer wieder dann so, was machst du? Was soll das? Ja, so, das war gerade so. Ja, aber trotzdem, dass du mit Schwangerschaft und mit dem, dass du hier sitzt und alles motiviert, dafür natürlich, wir sind sehr dankbar. Ich glaube, dieses ganze Nähbereich, die uns kennen und dieses Community, Kaiser Community und Stoffschenkis Community, die sind super stolz auf dich, dass du da bist und dass du uns natürlich, dass das zeigt, wie die Leute mit dem Projekt weiterkommen, mit ihrem eigenen Projekt. Und dafür ganz, ganz vielen Dank. Was hast du für morgen geplant? Ja, mein Oberteil, also so ein einfaches Tanktop. Ich habe schon eine Pumphose fürs Baby zugeschnitten. Da mache ich noch rucki zucki eine zweite von. Das ist innerhalb von 5 Minuten erledigt. So eine Hose ist auch innerhalb von 10 Minuten genäht. Also wann immer ich morgen dazu komme, zwischendurch mal schnell was zu nähen, mache ich die fertig. Und da habe ich ja heute auch den Zuschnitt gezeigt und wie man das die Maße nimmt und so. Und unbedingt mein Tanktop möchte ich morgen auf jeden Fall fertig haben. Auf jeden Fall. Und am allerliebsten auch noch eine etwas kürzere Hose, Capri oder Dreiviertel oder irgendwie sowas, eine Leggings ohne Innenbeinnaht. Ja, die ich dann dazu schön kombinieren kann. Dauert bei mir eigentlich alles nicht lange. Ist zu Hause in 10 Minuten fertig. Wir hatten heute und gestern viele Nachrichten bekommen und die Zuschauer fragen, ob das Navy nächstes Jahr wieder gibt.
Hast du irgendwelche Informationen oder möchtest du darüber was sagen? Also, ich möchte darüber etwas sagen, ja, also vom Spaßfaktor her auf jeden Fall. Also mir gefällt das einfach sehr, sehr gut, aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass das auch enorme Kosten waren, die wir jetzt mit der NEWG hatten, die wir hatten auch Angebote, dass wir mit Sponsoren zusammenarbeiten können oder hatten auch eine Person, die für uns auch noch Sponsoren organisiert hätten. Da hätten wir dann mit Werbeplatzierung gearbeitet und hätten dann mit anderen Partnern noch zusammengearbeitet. Ich habe das jetzt einfach so gehalten, dass ich diejenigen eingeladen habe, die mir am Herzen liegen und ich deswegen alles frei entscheiden durfte, von der Zeiteinteilung zu, was machen wir überhaupt, wann zeigen wir was. Hier ist keiner, der irgendwie mit seinem Kram zwischenquatscht, was ich irgendwie nicht möchte, sondern jeder, der hier ist, hat seinen Platz hier verdient, weil er mir oder uns am Herzen liegt und wir das gerne möchten. Das heißt, wir haben das alles aus unserer eigenen, nicht privaten, das ist ja unsere geschäftliche Tasche bezahlt, aber da ist schon eine ordentliche Summe zusammengekommen. Ob wir das nochmal machen, hängt von vielen Faktoren ab. Kommt es wirklich gut bei euch an? Ist das etwas, wo ihr wirklich nachhaltig auch nochmal draufschauen könnt und das eine gute Sache ist? Ist das so eine Eintagsfliege, wo irgendwie nach 3 Tagen das Interesse weg ist? Ist das etwas, was für unser Geschäft und für uns persönlich auch gut ist? Wie ist die Stimmung hinterher? Also so ein Projekt macht man natürlich auch. Natürlich für einen persönlich, aber ich hätte mich auch einfach hier mit allen treffen können und hätte nicht diese ganzen, oder wir hätten nicht diese ganzen Kosten gehabt. Für uns ist es natürlich auch eine betriebliche Sache. Es ist eine große Werbung für uns natürlich auch und für unsere Kurse und auch für die von Manu. Das heißt, wir gucken uns natürlich hinterher auch an, was ist im Endeffekt dabei rumgegangen. Nicht unbedingt nur auf den Euro, sondern auch im Sinne von, wenn ich jetzt mal in meinem Marketingkopf spreche, im Sinne von Branding und im Sinne von, wie ist unser Stellenwert bei unseren jetzigen Kunden, die wir jetzt haben, wie ist die Zufriedenheit mit uns, mit denen, ist das noch eine stärkere Bindung geworden, habt ihr uns noch besser kennengelernt, konnten wir euch noch besser kennenlernen, wissen wir noch mehr, was ihr wollt, wisst ihr noch besser, was wir machen oder wollen. Also dieses ganze Gesamtkonzept von, ist es eine gelungene Veranstaltung für uns hier persönlich, mega. Toll, ich würde ab morgen unterschreiben, dass wir das ab jetzt einfach jeden Tag machen. Das macht einfach wirklich viel Spaß und auch mit den Leuten, die hier sind. Das ist einfach super. In meinem Herzen wünsche ich mir natürlich, dass das einfach im Nachhall auch noch für uns alles so super ist, dass man sagt, das war nicht einfach nur ein kurzer Moment und den haben sofort alle vergessen, sondern das war wirklich etwas, wo man sagen kann, da haben alle Bock drauf, das auch im nächsten Jahr nochmal wiederzusehen und mitzumachen. Vielen Dank für dieses ehrliches Antwort. Ganz kurz eine letzte Frage. Wie ist das mit dem Zuwend? Da waren auch viele Fragen gewesen. Oh ja. Was ist damit? Gibt es dieses Jahr? Das wird es auf jeden Fall geben. Das ist ja auch keine Veranstaltung vor Ort und da habe ich auch nicht so enorme Kosten. Keiner muss anreisen. Das ist eine super Event gewesen im letzten Jahr. Das habe ich zusammengetrommelt mit ein paar anderen Kreativen. Ich habe das gemacht und habe andere Kreative in diesem Bereich gefragt, ob sie Lust haben, daran teilzunehmen, ein Teil vom Zuwend zu sein. Das sind 2 Wochen Online-Training sozusagen. Jeden Tag ist jemand anderes in dieser Facebook-Gruppe live mit euch unterwegs und unterrichtet euch in verschiedenen Fachbereichen. Nähen, Design, Nähtechniken, Farbberatung hatten wir letztes Mal mit dabei, kleine Projekte fertig nähen. Da war ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen und viele tolle Leute sind zusammengekommen, sowohl auf der Teilnehmerseite als auch auf der Seite der Unterrichtenden, unter anderem war Manu ja mit dabei, ich habe das erste Mal mit Manu zusammengearbeitet und da ist natürlich eine große Liebe entstanden, das könnt ihr ja hier jetzt auch alle in der NEWG sehen. Manu wird definitiv, ich hoffe mal, dass das so sein wird, aber ich habe jetzt nichts, was dagegen sprechen würde, weder von ihrer noch von meiner Seite, auf jeden Fall wieder Teil sein des Souvents. Kerstin bestimmt auch, ich auf jeden Fall auch. Ich muss mal gucken, in welchem Rahmen, weil ich dann ja gerade ein kleines Baby habe und nicht weiß, ob ich den ganzen Tag da dann live etwas machen kann, aber da fällt mir bestimmt was ein. Und ja, falls ihr selber jemanden kennt, den ihr gerne dabei haben möchtet, von dem ihr gerne etwas lernen möchtet, sprecht die super gerne an, sei es mit irgendwelchen Schnittsachen oder auch gerne mal irgendwie Plotter oder Stoffe färben oder also alles, was in diesen Stoff- und Nähbereich reinfällt. Dennis wird vielleicht diesmal auch nochmal mit Quilten dabei sein, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sticken gehört ja auch irgendwie mit dazu. Also alles rund um unseren kreativen Nähbereich.
jeder, der Lust hat, das jetzt sieht, und ich bin da auch nicht so, ich muss jetzt nicht die ganz großen Fische mit dabei haben. Wir sind selber Unternehmen, wir haben schon einen guten Kundenstamm. Wenn wir irgendwas Cooles auf die Beine stellen, dann muss ich nicht noch von jemandem anderen Leute mit dazu ziehen. Also ich lege da tatsächlich eher Wert auf, was gibt es Cooles zu erfahren, Cooles zu wissen. Und da muss nicht jemand sein, der schon ein Business hat, das 10 Jahre läuft und mit 10.000 Followern und keine Ahnung was. Das darf auch ruhig jemand sein, der vielleicht gerade startet oder sich ein bisschen etabliert hat und eine coole Idee hat oder ein cooles Projekt, was er 2 Tage mitmachen könnte. Der darf uns gerne oder mich gerne anschreiben, support@kaizu-onlinekurse.de und sich fürs Event bewerben. Und wir freuen uns dann natürlich, ich und auch unsere Kunden und auch die anderen Kunden freuen sich natürlich immer über ein möglichst professionelles, herzliches und buntes Programm. Ich danke dir, liebe Schatz, für diese Zeit und für dieses tolles Erklärung. Ich glaube, das war einfach wunderschön. Ich wünsche dir schon einen Abend und wir sehen uns nicht morgen, sondern heute Abend. Bis später. Bis dann, tschüss.